Hallöchen, da sind wir wieder. So, dann schnappen wir mal unseren Besen. Fliegen. Mal eben. Dahin. So, wir müssen aber erst noch ein bisschen darum. Weil wir direkt über den Berg ja nicht rüberkommen. Ich glaube, hier so über die Ecke sollten wir doch rüberkommen. Müssen jetzt mal ein bisschen auf die Karte unten gucken. Da ist die Flugbarrikade rum, 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 rum. Ja. So. Ist die letzte. Ich puste durchgehend. Da ist die Rennstrecke. Bin mal gespannt. Ich kann mir vielleicht, keine Ahnung. Pop. Da ist ja Tempowunder. Boah. Puffs Tempowunder, geil, neun Halstuch. So, ihr Bitches. Ich bring euch alle um. Hallo, Imelda. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Alle vergrault? Oh, das sowas. Hast du alle anderen schon vergrault? Oh, ich habe viele Herausforderer. Aber sie sind nun mal nicht gut. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Ja, legen wir los. Ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung! So, ich muss mich jetzt auch echt konzentrieren, um hier gar nicht mal so übel nicht zu verkacken. Weil ich bin. Ach du Kacke, ich muss ein paar Blubbels mit dem. Oh. Wo ist der? Ach, da oben. Oh Kacke, ich bin. Oh, Berg. Ich bin. Erwischt. Oh nein, Alter, ich muss Bubbles mitnehmen. Okay. Ich muss die Bubbles mitnehmen. Alles klar. Oh, großartig. Ich fühle mich hier durch die komplette. Oh. Feldkopfregion. Ah, ich bin auch. Ich bin zu. Ist noch eine Merlin-Prüfung. Ja. Scheiße, meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Reise. Nein! Ah! Muss hören. Das gefällt mir schon viel besser. So hoch, hoch, hoch. Oh, ich muss viel höher. Um die Bubbles zu kriegen. Gar nicht mal so übel. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Da ist das Ziel. Oh mein Gott. Oh. Das war nicht übel. Oh, ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie gerade meine Nase gejuckt hat. Oh. Das ist ja immer so. Dann wird. Oh. Uiuiui. Jupp.
mit knapp 10 Sekunden schneller als sie, bin ich zufrieden. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Mal sehen, wir sehen uns da. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Okay, um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Jetzt ist die Frage, wo ist die Südküste? Irgendwo hier? Weil hier ist ja zumindest ein See. Aber hier komme ich ja noch nicht hin. Oder? Keine Ahnung. Also ich könnte bestimmt mich da mal durchwursteln. Ich bin ganz ehrlich, ich mache jetzt eine Schnellreise zu diesem Typi. Okay, wir müssen. Oh, ich muss auch noch mit Poppy sprechen und ich habe hier. Kann ich mit wem anders sprechen noch? Das mache ich dann auch. Ich muss hier zu dem Typen. Dann mache ich hier in die Schnellreise. Oh, ich muss auch eigentlich in den Raum der Wünsche mein Cape vorher noch. Also, jetzt der Ellie, dann Poppy. Und so. Und dann. Zurück von Ihrem letzten Flug? Ich will alle Details hören. Gute Nachrichten, Mr. Wicks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Mhm. Fabelhaft! Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie machte sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, oh, ja. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Wir haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Jetzt? Nochmals, vielen Dank. Schade. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Ah, jetzt ist das die Nebenquest abgeschlossen. Dann quatsche ich jetzt nochmal kurz mit dem. Na, wonach suchen Sie heute? Ne, hat die Verbesserung noch nicht, okay. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis gut. Bald. Dann jetzt ab in die drei Wesen. Ah ne, es war nur eine Katze, okay. In die drei Wesen. So. Dann erst die Nebenquest annehmen. Ernsthaft? Da war eine Revelio-Seite, die ich noch nicht hab. Angeblich. Da ist eine Revelio. Oh mein Gott. Peinlich. Ich hoffe, Mary und ihre Nachbarn geht es gut. Ja, Mary und ihren Nachbarn. Erzähl mir mehr. Verzeihung, Sir. Ist alles in Ordnung? Wohl kaum, aber ich möchte keine Schüler mit meinen Sorgen belasten. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin übrigens Crispin Dunn. Ich treibe in diesen Dörfern Handel, vor allem aber in Arrinshire. Hübsches kleines Dorf, tolle Gärten. Erst neulich schrieb der Tagesprophet über unsere malerischen Hecken. Bevor ich fortfahre, sollte ich fragen, Och haben Sie nee. Angst vor Spinnen? Wenn, mach mir nichts aus. Sie wären überrascht, wie viele ich in letzter Zeit erledigt habe. Gut für Sie. Das Dorf wurde von diesen abscheulichen Dingern überrannt und sie sind ungewöhnlich aggressiv. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Kunden. Es scheint aber, als seien die meisten Dorfbewohner geflohen. Gut. Aber ich sorge mich um meine Freundin Mary. Ich habe nichts von ihr gehört und fürchte, sie sitzt in ihrer Hütte fest. Verständlich. Aber warum sehen Sie nicht selbst nach ihr?
Würde ich ja, aber ich habe eine tödliche Angst vor den achtbeinigen Bestien, die ich im Gegensatz zu Ihnen nicht überwinden kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kennen Sie jemanden, der Mary helfen kann? Warum gibt es plötzlich so viele Spinnen in Arrenshaw? Ich kann es nicht erklären. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Spinnen gesehen. Fast, als würde sie jemand züchten. Okay. Sie haben das ganze Dorf eingesponnen. Und ich hatte Glück, dass ich entkommen bin. Mary wusste mit diesen Tieren immer umzugehen. Es ist sehr bedenklich, nichts von ihr zu hören. Okay. Ach, ich werde mein Bestes geben, schon. Mr. Dunn. Bitte tun Sie das. Wenn Ihnen jemand einfällt, der mutig genug ist, um zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Arrenshaw liegt südöstlich von Hogsmeade, direkt hinter dem Bahnhof. Okay. Ah, das Dörfchen ist das. Ah, dieses... Ich wollte gerade sagen, der Name sagt mir was. Da fehlt mir noch eine Demigas-Statue, gut zu wissen. So, jetzt hier eben noch mit der Poppy schnaggeln. Ich hoffe, dass das wirklich auch nur Reden ist. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Alles klar. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Das heißt... Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist der hinter dir her? Oh, scheiße. Das will ich dir nicht sagen. Oder wollen wir Poppy Nee, wir können das. Wir sagen Poppy nicht. Wenn es für dich in Ordnung ist, behalte ich das lieber für mich. Zumindest fürs Erste. Verstanden. Jeder hat sein Geheimnis. Ich kann das ja auch nicht jedem erzählen. Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Alles klar. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Gut. Dann. Lolly ist nicht sehr erfreut über den Einbruch. Ich tue so, als hätte... Dann jetzt. Okay, sprich mit daraus finden, ob ich helfen kann. Okay. Das heißt, wir machen eben eine Schnellreise hierhin, holen uns eben die Mission noch ab. Hier ist Akio-Spiel Nummer 3. Das ist mit Sebastian in der Krypta. Hier ist die Hauptmission. Hier ist nichts. Okay, dann holen wir uns nochmal eben die andere Nebenmission ab. Damit wir die alle haben und dann nach und nach abarbeiten können. Oh, du bist es. Genau dich brauche ich. Unerwarteter Hall hier drin, aber okay. Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, nein. Es geht um meinen Bruder William. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Oh nein, wie furchtbar. Oder nein, wie nett. Das tut mir so leid. Klingt nach einer ernsten Lage. Wie schön, dass du es verstehst.
Alle anderen lachen nur, als wäre es ein Witz. Sie haben kein Mitgefühl. Ich finde sie ehrlich gesagt auch witzig. Es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld. Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht. Sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff, als ob das möglich wäre. Diesen Wolkenklau ist doch schlau. Stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Er braucht dringend Hilfe. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht dringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Natürlich! Mach dann 20.000 Münzen! Warum ist dein Ahne eigentlich so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt. Okay. Und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Okay, ja, ich helfe dir. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Danke für deine Hilfe. Okay. Meine Familie steht in deiner Schuld. Okay. Ich muss die Gruft bei Brockborough finden und Samanthas Familienwappen auf den Sarkophag legen. Ja, wir kriegen wir schon hin. So, dann jetzt zum Raum der Wünsche. Wir wollen hier. Ich auch eigentlich direkt in den Raum der Wünsche reisen können. Ja, das letzte kleine Stück kann ich auch laufen. Also Astronomieturm. Scheiße, bin ich doch schon viel, oder? Bin ich doch viel zu hoch schon. Ah ne, perfekt. Hier. Prevelio. Zack. Tüdü. Gut. Gut. Plop, 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 plop. Sie ist aufgebaut. Alter. Ja, sammel. Hä? Ich kann es nicht aufsammeln. Deine Werkzeugrad ist voll? Okay. So, okay, im Moment dann brauche ich ihn für nichts. Hier. Wieso kann ich das? Okay, wieso kann ich den Mantel nicht auf? Hä? Oh mein Gott, ich kann den nicht aufbessern. Warte, ich habe ihn jetzt gerade mal abgelegt, aber ich glaube, das ändert es ja nicht. Ich kann ihn nicht verbessern, ja, dann muss ich
ziehe ich den alten wieder an. Aber ich könnte Protego mal eben Phönixfeder fehlt mir hier. Ich wollte in die Eigenschaften, weil ich glaube, ich hab doch hier Bam Bombardat Stufe 3 gefunden. So. Schein mit Crucio. Oh, hier habe ich auch nochmal Bombarder. Das kann ich auch nochmal durch Bombarder 3 ersetzen. Was habe ich hier? Hinterhalt. 1. Hinterhalt. Oh, Imperiozide verursachen deutlich höheren Schaden. Warte. Oh ne, mit Crucio war das. Okay, perfekt. Gut. Und jetzt nur noch eben... Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Okay. Ich wollte. Okay. Oh, hier liegt noch ein Dünger. Perfekt. Okay. Perfekt. Dann. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, ich wollte mich durch oder. Wollte mich durch die Mine kämpfen. Hier. Deswegen mache ich mal eine Schnellreise zum diesem hier. Die müsste in der Mine schon drin sein. Wenn ich mich recht entsinne. Perfekt. Da sind direkt Gegner. Dann würde ich die Folge jetzt beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.